das sein? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Endlich wieder draußen. Oh ja. Endlich. Sorgen habe ich mir auch gemacht. Ich dachte, da kommen wir nie wieder raus. Da gehe ich nie wieder rein. Nie wieder. Sollen wir wirklich noch weitergehen? Wir müssen. Für meinen Vater. Leute, seht mal, da ist noch eine Tür. Wir können ja mal ausprobieren, ob der Schlüssel da auch passt. Kommt. Sie geht auf. Oh. Also ich gehe da nicht runter. Nein? Nein. Naja, du kannst draußen warten. Es ist sicherer. Wenn wir nicht rauskommen, kannst du uns die Tür öffnen. Okay? Hier ist ja gar nichts Interessantes. Oh nein, die Tür! Hallo? Hilfe! Hilfe! Alex! Alex, aufmachen! Alex! Mach auf! Alex! Das bringt uns nichts. Nein, er hört mich. Das ist eine Falle. Was machen die jetzt? Keine Ahnung. Scheiße, ist das ein Geist? Habt es fast geschafft. Drei Rätsel müsst ihr nur noch beantworten. Erstes Rätsel: Warum bist du hier? Offenbare es jetzt nur mir. Mein Vater ist schwer krank und liegt im Sterben. Die einzige Hoffnung ist dieser Schatz. Rätsel 2. Siebenmal den Sand zu sieben und in der Nacht durchs vierte Haus gerannt. Weniger als der vollen Hand und ein Mond vergeht und am Morgen sucht der Mann ein Dutzend Eier. Was ist das? Wenn du nun anfängst zu lachen, wird es einmal ganz laut krachen. Rein herzens geht es weiter und dein Leben wird nun heiter. Was soll denn der Quatsch? Irgendwo darin muss es einen Sinn geben. Ja, ja, klar, als ob er Zahlen meinen würde. Das könnte sogar stimmen. Rechnen wir mal nach. Siebenmal den Sand zu sieben. Also siebenmal sieben. Also 49. Und in der Nacht durchs vierte Haus gerannt. Nacht. Acht. Plus acht geteilt durch vier.
Das sind plus 2. Und weniger der vollen Hand. Weniger der vollen Hand. Also minus 5 wegen der 5 Finger. Plus 2 minus 5. Und es vergeht ein Mond. Das sind doch 4 Wochen, also 28 Tage. Und das vergeht könnte minus sein. Und ein Dutzend sind ja 12. Also plus 12. 7 mal 7, also 49. Und plus 2 minus 5. Dann haben wir nur noch 46. Und minus 28, dann haben wir nur noch 18. Und plus 12, also 30. 30! Es sind auch 30 Perlen an der Kette. Die Antwort ist 30. Bitte 3, blickt zurück auf einen Weg. Glaubt ihr, dass ihr richtig steht? Denn der Schatz liegt zu euren Füßen. Er wird euch bald begrüßen. Hä? Was soll das denn jetzt schon wieder? Vielleicht hinter uns. Hey, die Kette! Ja, ja, das ist sie! Wir haben den Schatz! Juhu! Ja. Wow! Ja! Wir haben sie! Das kommt! Wir gucken mal, ob die Tür oben aufgeht. Sag mal, wo ist eigentlich Alex? Der hört iPod. Alex! Wir haben den Schatz! Und warum hast du uns nicht die Tür aufgemacht? Als wir dran gerüttelt haben. Wo hast du den eigentlich her? Das ist meiner. Aber wir haben den Schatz, wir haben ihn. Cool! Wenn du nun anfängst zu lachen, wird es einmal ganz laut krachen. Was? Kommt dann in die Outtakes, ne? Abregen! Konzentration und Ruhe am Set! Oh. Und wenn ihr es nicht kapiert, könnt ihr auch gerne abbrechen und den Eltern sagen, wir haben keinen Film, weil ihr zu doll lacht. So, Konzentration jetzt. Okay, Geist 1. Es fast geschafft. Ja, klar. Hier, leer. Machst du einfach nur die Klappe, hältst du davor und machst die Klappe. Nee, ja, nicht das, dass du und läuft. Szene 1, 1, Take 1, 2.